Herzlich willkommen bei Zander's Big Burgers. Wie ist Ihre Bestellung, bitte? Ja, also ich hätte gerne einmal The Big One. Der ist ja nur limitiert verfügbar. Und dann hätte ich gerne noch die French Fries. Und die Chicken Nuggets sehen eigentlich auch ziemlich nice aus. Sind die auch so crispy, wie sie hier auf dem Bild auch sehen? Ja, das sind sie. Ja, und damit herzlich willkommen, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel mit diesem Wunder. Epischen Intro, was ich hier stundenlang für euch vorbereitet habe. Wir spielen heute den Fast Food Simulator. Tatsächlich ist das ein Spiel, was ich in der Demo-Woche der Steam Next Festival-Geschichte wieder gesehen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht auf den ersten Blick schon mal sehr, sehr, sehr vielversprechend aus. Ich mag ja solche Simulatoren, wo man sich irgendwelche Läden aufbaut. Und hier können wir uns ein Fast Food-Restaurant aufbauen. Was ist das für ein Traum? Also es sieht optisch schon mal sehr, sehr cool aus, muss man ehrlich sagen. Also die Umgebung gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ist ja auch eine Sache, die man immer mal ein wenig mit beachten kann. Im Hintergrund ein paar Windräder, also auch für die Green Energy ist gesorgt, Berge, alles drum und dran. Und wenn man jetzt mal so auf die Details achtet, hier gerade die Tür mit dem Eingangsbereich und sowas, alles, das gefällt mir schon sehr gut. So, wir fangen an, wir öffnen die Tür des Fastfood-Restaurants und es sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Ich möchte ganz kurz an der Stelle sagen, das Spiel ist eine Demo, also ist jetzt gerade in der Demo, ihr könnt euch das selber auch mal runterladen, wenn ihr wollt. Und das Spiel wird entwickelt von No Ceiling Games. Das ist das erste Spiel von denen und sie haben auch eine Roadmap veröffentlicht, in der sie so ein bisschen anteasern, was so in Zukunft kommen soll und woran sie aktuell arbeiten. So, wir schalten mal den Computer an. Warte mal, ja? Mach an den Lachs. So, starten. Markt. Benutzer, willkommen. Hallo, The Watcher. Alles klar, was ist das? Diese Anwendung ist derzeit nicht aktiv. Okay, das wäre jetzt auch wild gewesen, wenn man einfach The Witcher hier spielen könnte. Okay, ist ein bisschen Windows 98-mäßig, aber Windows XP, würde ich sagen. So, wir gehen in den Markt und wir sollen, was sollen wir überhaupt machen? Was ist unsere Aufgabe? Nimm deine erste Bestellung auf, öffne die Marktanwendung. Zum Warenkorb hinzufügen, Rindfleisch, Patties, Burgerbrötchen, Burger, Einschlagpapier. Gehen Sie zum Warenkorb, okay. Öffnen. Warte mal, nimm deine erste Bestellung auf. Ich denke mal, dass wir etwas bestellen sollen. Ne? Also wir bestellen mal das hier, Burgerbrötchen mal 24, Burger-Einschlagpapier brauchen wir. Und den Rest brauchen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Aber sieht doch schon mal ganz gut aus. So, kaufen wir mal. Ja. So, nimm die Produkte aus dem Lieferwagen. Wo ist der Lieferwagen? Da hinten ist er. Also ich muss echt sagen, das ist sehr, sehr vielversprechend. Übrigens, Information für euch, auch sehr wichtig. Denn das Spiel ist im Koop so wie im Singleplayer spielbar. Das heißt also, ihr könnt es alleine spielen, ihr könnt aber auch mit vier Mann, also mit drei Freunden könnt ihr das ganze Game spielen und es ist auch schon jetzt in der Demo im Multiplayer spielbar. Ja, also sucht euch ein paar Freunde und zockt das. Ich glaube, das könnte extrem Spaß machen. So, wir haben erstmal die erste Bestellung. Die Sachen müssen wir erstmal hier rausnehmen. Kann ich auch mehrere Sachen tragen? Nee, ich kann nur eine Sache tragen. Okay, dann stellen wir das erstmal hier rein. Lege die Rindfleischfrikadellen in den Burger-Frikadellenbehälter. Okay, wir müssen das erstmal rausholen. Holen den ganzen Kram hier erstmal raus. Zack, das müsste es gewesen sein. Dann können wir zumachen. Und dann haut er bestimmt ab. Ja, perfekt. Okay, ciao. Mach's gut. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Kann ich den wieder reinlegen? Nein, das wollte ich gar nicht. Ach, verdammt. Ah, man kann das mit Rechtsklick nehmen. Okay, gut. So, hier ist die Grillplatte. Aber wo lege ich denn das jetzt hin? Ich leg's mal lieber in das Regal rein. Ne, nicht bei Burger King. Okay. So. Vielleicht hat jemand den Seitenhieb verstanden. Gibt's denn... Oh ja, guck mal hier. Tiefgefrorene Rindfleisch-Patties. Die schmeißen wir mal hier rein. Und das sind die Burger-Einschlagpapiere. Die können wir ja easy... Können wir die denn hinlegen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Systemgastronomie. Sage ich euch ganz ehrlich. Wie viele Fritteusen wir haben. Sehr, sehr nice. So, lege die Rindfleischfrikadellen in den Burger-Frikadellenbehälter. In den Burger-Frikadellenbehälter? Burger-Patty-Behälter? Ah, wait a second. Anscheinend. Öffne die Box. Aus der Box nehmen. Kann ich einen hier so hinstellen? So. Alles klar. Okay, dann können wir das wahrscheinlich in den Mülleimer werfen. Okay, dafür kriegen wir sogar XP. Okay, so, zack. Ah, nice. Okay, das ist schon mal gut gemacht. Also die Bedienung ist auf jeden Fall sehr einfach. Nehmen Sie die Burger-Patty-Behälter und legen Sie die Rindfleisch-Patties auf die Grillplatte. Ja, aber wie viele? Grillen Sie
Die beiden Seiten. Okay, wir müssen im Funwender müssen wir den Lachs jetzt einmal drehen. Garstufe 24%. Gut, und dann nimm die Patties mit einer Burger-Patty-Schale von der Grillplatte. Ich muss die dann wieder mit so einer Schale runternehmen, oder was? Okay, legen wir das erstmal hier hin. Und soll sie ja von beiden Seiten braten. Das heißt, wir warten jetzt bis 100% ist. Dann nehmen wir das Ganze, drehen das, umdrehen. So, aha, aha. Okay, oh, das sieht aber lecker aus. Das sieht aber lecker aus, Leute. Oh, drücken und halten Sie die Taste T, um das Tutorial zu überspringen. Okay, den Spatel sollten wir hier nicht so drauflegen, oder? Das wird doch heiß, der geht doch kaputt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt direkt da reinlege oder ob ich das mit dem Spatel da reinlege. Da steht mit einer Burger-Patty Schale vom Grill nehmen. Machen es mal mit dem Spatel. Geht nicht. Dann legen wir den Spatel weg. Hä? Aha! Okay. Muss ja auch einfach nur mal richtig verstehen. So, zack. So, dann haben wir jetzt das Ding hier. Nimm ein Burger-Einwickelpapier und lege es auf den Burgertisch. Ein Burger-Einwickelpapier. Öffne die Box. Nehmen wir das Papier vom Stapel nehmen. Legen wir es hier hin. Nimm ein Burgerbrötchen, lege es auf der... Okay, ich glaube, das wird ein richtig langweiliger Burger. Ich sag's euch ganz ehrlich. Okay. So. Burgerfrikadelle da reinlegen. Zack. Und oben drauf. Burger einwickeln. Meine Güte, das ist der langweiligste Burger, den es auf diesem Planeten gibt. Oh mein Gott, da ist noch nicht mal Soße drauf. Öffne das Restaurant und warte auf deinen ersten Kunden. Okay, ich glaube, im Multiplayer geht dieses Spiel richtig ab. Man kann dann später hier auch noch verschiedene Geräte bedienen. Also es gibt zum Beispiel die Kaffeemaschine gibt es schon, es gibt Eiscreme gibt es schon, es gibt hier Getränke gibt es und es sind halt zum Beispiel noch Dinge angekündigt wie... Der Drive-Thru, der ist noch nicht drin, der ist noch nicht implementiert, da wird gerade dran gearbeitet, also sprich, dass die Autos hier hinkommen und dann nimmt man halt die Bestellung von den Autos auf. Dann ist noch geplant, dass man zum Beispiel Food Poisoning hat, also sprich Lebensmittelvergiftung, es gibt Diebe, wird gerade dran gearbeitet oder ist in Planung. Dann gibt es immersive Customer, was auch immer das bedeuten soll. Animationen soll es geben. Restrooms, also sprich so Ausruhräume soll es geben, wahrscheinlich fürs Personal. Toiletten, Sun Movement. Es soll auch Feuer in der Küche ausbrechen. Also die haben so ein paar Sachen geplant. Ich werde euch auch die Roadmap unten in die Videobeschreibung mal reinknallen. Könnt ihr euch dann gerne einmal anschauen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Laden auf. Wie kommen wir hier raus? Hier. Und dann öffnen wir jetzt unser Fastfood-Restaurant. So, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Also wenn ich sehe, wie viele Tische es hier gibt, dann kann ich mir halt vorstellen, dass das halt mit Freunden zusammen auf jeden Fall richtig, richtig nice wird. Also eine richtig geile Sache ist. Oder dass wir später einiges an Personal brauchen werden, um das Ganze halt hier auch zu bewerkstelligen. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass wenn man dann halt Burgerbrater einstellt und so weiter und so fort, dass das dann schon ordentlich abgehen wird. Hier hat man verschiedene Lagerräume. Hier gibt es auch nochmal den Kühlraum, wo man dann auf Vorrat Burger-Patties hat etc. Hier gibt es Spinde. Doch, man kann mit allem interagieren. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Also der Eindruck ist ehrlich sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Hier gibt es dann so ein Pommes-Ding. Also sprich verschiedene Pommes-Fritteusen. Oder allgemein Fritteusen gibt es ja nicht nur für Pommes, sondern da werden wahrscheinlich auch Chicken Nuggets und sowas drin gemacht. Und hier kann man die Pommes dann würzen. Ich weiß nicht, was ist das? Achso, das sind die Getränke. So, jetzt haben wir hier Anforderungen. Okay, kriegen wir hin. Der setzt sich jetzt an den Tisch und wir haben ja einen Burger mehr gemacht. Dann können wir ihm den ja eigentlich bringen, ne? Warte mal, bringe ich den auf so ein Tablett, oder? Hier unten sind Tabletts, ne? Hallo. Hi. Warte mal kurz. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Oho, okay, er ist glücklich. Der Burger ist serviert. Was möchtest du? Auch einen Burger. Okay, kriegen wir hin. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wieder einen
Burger hier rausnehmen und dann werde ich den erstmal braten. Ich würde sagen, wir können direkt erstmal 2, 3 Stück drauf knallen, weil anscheinend halten die sich ja. Da kommt auch schon der nächste Kunde. Dann holen wir uns auch mal direkt hier so eine Palette hier hin. Leute, jetzt kommt der Flow. Ich sag es euch. Jetzt geht's richtig ab. Zack, zack, zack. System Gastronomie am Start. So, er will auch einen Burger haben. Ich denke mal, mit der mit den verschiedenen Produkten wird das dann später wirklich sehr, sehr cool werden. Wenn man dann halt verschiedene Sachen machen kann mit Chicken Nuggets, Menüs, vielleicht sogar die Menüs dann in irgendeiner Form individualisieren kann oder so. Finde ich schon sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ihr könnt das zu viert spielen. Es gibt aktuell eine Demo. Das Spiel startet in Early Access. Das ist das erste Spiel von No Sailing Games, habe ich euch ja gerade schon gesagt gehabt. Und es gibt eine Roadmap. Alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielleicht ist das Ganze ja was für euch. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube hier, kann ich das hiermit so aufnehmen? Oh, ich habe die, glaube ich, ein bisschen schnell gedingst, aber guck mal so. So, stellen wir uns das hier hin. Dann nehmen wir uns einmal, zweimal, dreimal. Okay, dann brauche ich ein bisschen mehr Platz. So. Einmal, zweimal und dreimal. So, zack. Dann müssen wir das Ganze einwickeln. Und jetzt müsste ich mir eigentlich, guck mal, die will jetzt auch schon wieder ein Dings haben, einen Burger. Jetzt fängt's an hier, wir gucken müssen, dass wir jetzt ein bisschen ranklotzen. Weil sonst sind wir ein bisschen langsam. So, warte mal, wie viele Tabletts kann ich mir hier nehmen? 1, 2. Oh oh. Freunde der Sonne. Wo geht diese Reise jetzt hin? Wir müssen ja gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen am Start bleiben. Wie sieht es bei den Patties aus? Oh. Einen könnte ich abliefern. Wer wartet am längsten? Hier. Du kriegst deinen Burger. Hier, nimm bitte. Ohoho, bitteschön. So, jetzt schnell einmal Burger-Patties wenden. Die dürfen nicht verbrennen. Zack. Dann bringen wir den raus. Also alleine arbeiten ist der Hustle. Ja, ich weiß, ich komme sofort. Freut sich richtig. Oh mein Gott, ich kann noch nicht mal rennen. Was ist das für eine Arbeitsmoral? Es wäre viel schöner, wenn die warten würden. Okay, anscheinend sitzen da 2 Leute am Tisch, aber in Wirklichkeit... in Wirklichkeit sind das nur... Ist das nur eine Person, die da einen Burger möchte? So. Ich höre schon wieder den nächsten Kunden rankommen hier. Zack, zack. Oder es sind Leute abgehauen. Das kann auch sein. Weil wir echt lange brauchen. Aber es ist gar nicht so einfach. Also man muss hier wirklich so einen Rhythmus entwickeln. Gerade mit den Burgern, die man halt von Hand hier noch machen muss. Und dann die Tabletts holen etc. etc. Oh yeah, wir stellen hier mal den Burger hin. Kommt der nächste. Ja, ich bin sofort da, ich bin sofort da. Dann läuft aber echt gut. Aber die wollen alle nur Burger, ne? Wir haben auch nichts anderes. Also von daher, geben sie dem Restaurant einen Namen. Das müssen wir gleich mal machen. Wie mache ich das überhaupt? Guck mal, hier liegt Müll. Kann ich ihr was geben? Ihr kann ich nichts geben. Also ich kann hier wirklich nichts auf den Tisch stellen. Der hat schon was bekommen. Dann gehe ich mal davon aus, dass der auch einen Burger will, weil was will er sonst haben? Setz dich hin. Guck mal, er kriegt direkt seinen Burger, Leute. So schnell geht das hier bei mir. Kann ich das Tablett? Wo kommt das hin? Es gibt doch sonst immer so... Ah, okay. Das heißt, wir konnten das jetzt wegwerfen. So, der will wieder einen Burger haben. Wir müssen jetzt mal dem Restaurant einen Namen geben. Wie mache ich das? Name des Restaurants. Geben Sie dem Restaurant einen Namen. Drücken Sie und halten Sie T, um das Tutorial zu überspringen. Nee. Ah, einfach anklicken. Fast Food. Nennen wir es mal Zanders Burger Paradies. Okay. Zanders Burger. Wir nennen es einfach mal Zanders Burger. So richtig unkreativ. Ist aber auch jetzt gar nicht so schlimm. Hey. What's up? Ich glaube, ich muss 2 Burger machen, ne? Kann das sein?
Eins, zwei, drei. Wie ist unsere Gewinnmarge? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir glaube ich machen pro Burger machen wir glaube ich einen Zehner. So, die da hinten sind fertig. Kann ich mehrere Tabletts nehmen? Boah, ich kann nur ein Tablett nehmen. Das ist Pain. Das ist Pain. Okay, warte mal, wir holen das andere auch nochmal. Ein bisschen Musik fehlt mir gerade hier im Spiel. Kann sein, dass ich im Schnitt welche reinlege. Aber im Spiel gerade selber ist keine Musik am Start. So. Jetzt müssten es drei Burger sein, die wir gerade delivern müssen. Darf nicht vergessen, das Geld einzusammeln, nicht, dass es geklaut wird. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Diebe planen, also beziehungsweise Diebstahl planen. Das steht ja in der Roadmap drin und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das so machen, dass am Ende die Diebe reinkommen und eventuell das Geld vom Tisch klauen. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, 129. Könnte sein, dass es ein bisschen zu durch ist. Sie merkt aber, dass ich ein bisschen am Struggeln bin hier, ne? Also, das ist wirklich. Ja, hi. Ich brauche Freunde, die das Spiel mit mir zusammenspielen. Und es ist gerade sehr einseitig. Oh. Minus 100 Popularität? Why? Why? Oh, es kann sein, dass der Burger, weil der bei 125% war, Level up. Okay, das ist schon mal gut. Der hat seinen Burger nicht gegessen. Yo, krass. Das liegt am Burger. Okay, weil der Burger bei 125% war, der war angebrannt. Dann wollte die ihn nicht haben. Hätten sie ein bisschen besser beschreiben können. Aber grundsätzlich, finde ich. Vom Konzept her, man merkt, also es ist super simpel, ne? Es ist ein super simples Konzept, brauchen wir nicht drüber reden. Was will man bei einem Fastfood-Simulator haben? Ich möchte gerne ein Restaurant haben, was ich halt aufbaue, was ich halt manage, wo ich halt verschiedene Produkte herstelle, produziere etc. Einkauf, Verkauf möchte ich managen. Und dann möchte ich natürlich auch so ein bisschen im Koop mit meinen Freunden zusammen den ganzen Struggle von einem Fastfood-Restaurant haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier definitiv möglich ist. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, für eine Demo finde ich den Umfang jetzt gerade sehr, 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 sehr schmächtig. Also ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt noch mehr kommt. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen reingehen. Aber ich habe das Gefühl, dass so die Burger, also der Progress ist gerade sehr langsam. Ich finde gerade auch zum Anfang, klar kann man sagen, okay, Tutorial-mäßig kann man sagen, okay, Burger. Ich finde Burger, Pommes, Soßen sollten schon am Start sein. Ich weiß gar nicht, ob man die Soßen hier nutzen kann. Man kann die Soßen nutzen, sind aber leer. Das heißt, wir müssen die kaufen. Jetzt ist die Frage, ob wir die überhaupt kaufen können. Schauen wir mal. Wir können jetzt Ketchup kaufen. Wir können Ketchup kaufen, weil wir ein Level abgemacht haben. Mayonnaise ist aber erst ab Level 6 verfügbar. Frittieröl ab Level 10. Und dann ist die Frage, doch tiefgefrorene Pommes haben wir hier. Das heißt. Also, das ist auch Level 10. Tiefgefrorene Pommes ist Level 10, Frittiere ist Level 10. Das heißt, erst ab Level 10 können wir Pommes machen hier in dem Spiel. Und erst ab Level 7 können wir Gurken, Tomaten drauflegen. Soda-Becher können wir ab Level 3 anbieten. Eisbecher ab Level 5. Und Pommesbecher kriegen wir dann logischerweise auch wieder ab 10. Und Gurken gibt es dann nochmal ab Level 7. Salat, Level 4. Ach, Gurken hatte ich schon gesagt. Salat ab Level 4. Ja. Aber, also grundsätzlich finde ich es schon mal gar nicht so verkehrt. Tatsächlich. Haben wir jetzt irgendeinen Kunden, den ich noch nicht bedient habe? Ich glaube, es sind alle bedient, ne? Können, glaube ich, unseren Laden mal schließen. So, dann kassieren wir mal kurz ab hier. Okay, das ist aber auch nice, dass man die Tabletts da oben abstellen kann. So, und dann ist das hier fertig. Stelle ich die mal wieder hier oben hin. Jetzt nochmal kurz aufräumen. Okay. 10. Und 10. Okay, da haben wir alle wieder zusammen. Und jetzt können wir den Tag beenden. Ladentür
schließen. Kann ich das? Nee, ich kann die Ladentür nicht schließen. Okay, anscheinend bleibt der Laden offen. Und dann steigen wir mal in unseren Honda Civic hier ein. Bericht zum Tagesende. Gesamtzahl der Kunden 13, Bestellungen erhalten 12, zufriedene Kunden 7. Oha! Also es waren weniger zufrieden, als ich gedacht habe. Plus ein Level, 1000 Erfahrungspunkte, 347 Popularität, Gewinn 25 Dollar. Balance, also sprich, wie viel Geld haben wir am Ende des Tages auf dem Konto? 1025. Und wir können neu Ketchup kaufen. Das haben wir gerade schon bestellt. Ich weiß gar nicht, ob das schon geliefert wurde. Oder habe ich das nur in den Warenkorb gepackt? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, gucken wir mal Tag 2. Was wird sich ändern? Wir können direkt open machen, weil wir haben ja gestern Abend schon direkt aufgeräumt. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht haben, ist, dass wir hier... Wait a second. Wo sind unsere Burger Patties? Nee! Wo sind unsere Burger Patties? Verdammt. Ich glaube, ich hätte die in den Kühlschrank stellen müssen. Gut. Schauen wir mal. Markt. Es gibt übrigens auch einen Verwaltungstab, habe ich gerade gesehen. Burgerbrötchen kaufen wir nochmal. Ketchup habe ich, glaube ich, sogar drin. Kaufen. So, dann wird das jetzt gleich geliefert. Das Ding können wir ausschalten. Obwohl, warte mal, ich schalte ihn nochmal an. Ich gucke mal ganz kurz, was unter Verwaltung alles möglich ist. Verwaltung. Diese Anwendung ist derzeit inaktiv. Okay. Okay, in progress ist übrigens auch Character Customization. Und gerade im Test ist More Meals and Ingredients. So, hier, der Typ hat gerade gesagt, er möchte gerne Ketchup haben. Da ist hier unsere Lieferung. Das heißt, wir müssen definitiv mal einmal das hier hinstellen, aufmachen. Und dann holen wir mal ganz kurz eben eine Packung raus. Das stellen wir erstmal in die Kühltruhe. Also nicht den gleichen Fehler machen wie gerade. Hier haben wir wieder Burgerbrötchen am Start. Wo haben die ein Verfallsdatum? Nee, steht nichts drauf. Achso, ja, stimmt ja. Die haben ja gesagt, dass sie noch zukünftig planen, dass man Lebensmittelvergiftung bekommt. Das heißt, es wird eventuell auch möglich sein, dass man Produkte, dass Produkte ablaufen und wenn man die dann verarbeitet, dass die Leute dann halt Probleme bekommen im Magen zum Beispiel. So, kann ich das jetzt irgendwie auffüllen? Ja. Ist aber nicht leer, tatsächlich. Das heißt, wir stellen es auch mal in den Kühlschrank. So. Wait a second. Wo sehe ich denn? Ah, hier sehe ich was. Ah, hier sehe ich, was wir brauchen. Wir brauchen einen Hamburger mit zweimal Ketchup. Oh, das ist aber cool gemacht. Okay, das ist wirklich nice. So, wir knallen jetzt erstmal die Patties hier drauf. Vier Stück sind es ja, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei, vier Stück. Genau. So, dann können wir hier schon mal das vorbereiten. Eins, zwei, drei, vier. Der will auch noch einen Burger, also können wir direkt ein fünftes Ding mit drauf schmeißen hier. Müssen jetzt einmal wenden. So. Zack. Dann holen wir uns mal eben kurz das Tablett hier hin. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hallo. Jetzt mal, chillt mal! Was soll denn das? Warum sind die denn so unentspannt? So, 100%. Jetzt müssen wir hier 1, 2, 3, 4. Die brauchen noch einen Moment. So, und jetzt der Plan, dass wir immer in die Mitte das drauflegen. Wo ist der Mülleimer? Oh. Nein. In die Mitte das drauflegen. Und das Burgerbrötchen, den Deckel dann dahin. Ja, hab ich... Ach Gott. Leute, chillt! Oh Gott, es wird stressig. Es wird stressig. So, passt auf. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und jetzt brauche ich hier einmal Ketchup.
Eins, zwei. So, und der Typ mit dem Ketchup, den kann ich das irgendwie markieren? Das wäre halt übel nice. Kann ich nicht. Okay, dann legen wir den in die Ecke und die anderen legen wir mittig. Das heißt, der mit Ketchup ist der, der eckig liegt. So, und dann haben wir ja noch den hier. Ist ja auch wieder ein normaler Burger. Ups. So, das Ding stellen wir mal hier rüber. Ja, habe ich gehört. So, und jetzt suchen wir den Typen mit dem Burger mit zweimal Ketchup. Das war, glaube ich, der, ne? Puh, es war anscheinend richtig. So, wenn man jetzt jemanden hätte, der einfach nur ausliefert, ich glaube, dann würde man das alles bewältigt bekommen. Aber alleine ist das schon wirklich sehr, sehr hardcore. Es kommen super viele Kunden rein und man schafft das gar nicht, alles rechtzeitig fertig zu machen. Und man sieht auch schon, die Kunden haben schon den Laden verlassen, ohne bezahlt zu haben. So, die wollen jetzt aber beide... Oh nein, die wollen jetzt beide Burger mit Ketchup haben. Kann ich die wieder auspacken? Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Burger, die mir nichts bringen. Hier braucht man sogar einen doppelten Hamburger. Okay. Das heißt, wir brauchen eins, zwei, drei Patties. Okay, ich würde sagen, Rechtsklick, ich habe abgebrochen. Also man kann auch den Auftrag ablehnen, weil ich habe nämlich nur noch ein Patty jetzt draußen. Wenn jetzt gleich noch ein Kunde kommt, der sagt, ich möchte gerne einen Burger mit einem Patty haben, dann mache ich das. Aber sonst kriegen die hier gar nichts mehr bei mir. Haut ab! Ich hätte ja auch einfach so einen normalen Burger geben können, ne? Wäre vielleicht auch eine Option gewesen. Naja, egal. So, einmal drehen. Den ganzen Lachs. So, was willst du? Normalen Burger mit einem Patty. Perfekt. Den kann ich dir sogar sofort servieren. Nice. Der ist richtig glücklich. Mit einem Burger, den ich vor 20 Minuten gemacht habe. So stellt man Kunden zufrieden. Na komm schon. Eins. Zwei. So, perfekt. So, jetzt machen wir hier einmal genau, einen normalen Hamburger mit dreimal Ketchup. Eins, zwei, drei. Und der will zwei Patties mit einmal Ketchup. Wie individuell. Verdammt. Welcher war jetzt welcher? Ich glaube, der untere war der mit drei Dingern, ne? Tischnummer. Da steht auch Tischnummer 4. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht gesehen. In der ganzen Hektik sieht man solche, oder sehe ich zumindest, solche Dinge nicht. So, mal gucken, was der will. Mm-mm, können wir nicht machen. Hello? Ja, können wir machen. Kein Problem. So, dann haben wir den Burger mit dreimal Ketchup. Ist Tisch Nummer 14. Hier, bitteschön. Und sie möchte einen normalen Burger. Und den habe ich nochmal hier. Perfekt. Yeah, sehr nice. Okay, let's go. Ich glaube, wir können unseren Laden auch jetzt schließen. Was passiert, wenn ich den schließe jetzt? Hauen die Leute direkt ab? Nee. Also ich fände es cool, wenn man die Tablets stacken könnte. Das wäre nice. Also ich kann die ja jetzt so stacken, aber ich möchte die ganz gerne auch jetzt so den Stapel nehmen. Kann ich auch. Ich bin alter. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, Leute? Es ist halt wirklich ein stressiger Start gewesen. Und ich habe es einfach übersehen. Also sowas dürft ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich sowas übersehe. Habe ich den LKW eigentlich schon weggeschickt? Nee, der wartet einfach den ganzen Tag da, weil er nicht aussteigt und seine Klappe hinten zumacht. Perfekt. Bester Mann. Ja, und First Aid Kit. So, hier sind mehrere Kunden abgestartet.
Dann können wir das nochmal aufräumen. Sie ist auch fertig. Trinkgeld. 21%. Krass. So, dann nehmen wir das hier. Und dann können wir das wahrscheinlich auch. Stark. Aber ein Tablett fehlt mir. Wo ist das eine Tablett? So, Ketchup in den Kühlschrank stellen. Würde mich mal interessieren, ob der morgen wieder da ist. Wo ist das eine Tablett? Mir fehlt eins. Ah, da. $13. Naja, wenn man jetzt guckt, wir haben gestern 1025 gehabt, heute haben wir 1033, haben wir nicht wirklich Big Profit gemacht, sage ich euch ehrlich. Aber wir haben ja auch nochmal eingekauft, ne? Und wir haben unter anderem nochmal neue Patties gekauft und Ketchup. Warte mal, ich habe noch einmal ein Patty habe ich noch, glaube ich, draußen stehen gehabt, ne? Das würde ich mir nochmal kurz eben angucken. Ob das noch... Ja, das steht sogar noch hier. Jetzt gucke ich mal, kann ich das jetzt einfach so, wie es ist, hier reinstellen? Und dann bin ich gespannt, ob das morgen noch da ist. So, wir beenden den Tag. Wir haben den Laden hier geschlossen. Nein, nein, nein. Nicht öffnen. Okay, Tagesende. Bestellung erhalten 11, zufriedene Kunden 7. Boah, immer noch genauso wie gestern. Wir haben $7 Gewinn gemacht. Also wirklich... Nicht wirklich viel. Aber wir sind ja auch noch ganz am Anfang. So, nächster Tag. Wir gehen mal rein. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, was geht hier ab? Oha! Also die Burger-Patties, die wir in die Kühltruhe gepackt haben, sowie Ketchup, ist alles noch da. Okay, das funktioniert schon mal gut. Eine Altölkanne. Okay, sehr, sehr nice. Die Burger, Brötchen sind alle am Start. Das ist kein Problem. Gut, also Leute, ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Ihr habt ja einen kleinen Eindruck von dem Spiel bekommen. Ich auch. Ich muss sagen, ich merke, das Spiel hat eine Menge Potenzial. Es gibt wirklich viele Simulatoren, die ich schon gespielt habe. Aber bei dem Simulator habe ich sofort ein sehr, sehr gutes Gefühl. Der Aufbau ist geil, die Optik ist geil. Und man merkt, die Mechaniken stimmen schon. Also die Basis ist schon mal gut. Darauf kann man definitiv aufbauen. Also falls euch das Spiel interessiert und ihr es selber mal ausprobieren wollt, ladet euch gerne die Demo runter. Wie gesagt, die ist for free auf Steam gerade erhältlich. Und ich werde das Spiel auf jeden Fall im Auge behalten, das kann ich euch garantieren. Ich werde den Entwickler definitiv mal kontaktieren, werde ihm mein Video schicken und dann bin ich mal gespannt, ob die eventuell Bock haben, mir zukünftig Updates zu geben oder den Key mal rüber zu werfen, wenn das Spiel dann released wird im Early Access. Und dann werde ich mir das definitiv nochmal anschauen, vielleicht sogar im Stream. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne auch auf Twitch vorbei. Ich bedanke mich erstmal bei euch allen fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Bis zum nächsten Mal, tschüss!